Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Yokai! Yokai! Who the fuck is Yokai? Das ist, ehrlich gesagt, eine Frage, die ich ganz gerne an euch direkt weiterleiten würde, denn die Yokai Monsters, auch bekannt unter dem Titel 100 Monsters oder 100 Ghost Stories, sind eigentlich ein japanischer Film aus dem Jahr 1968, der dann aber noch zwei Sequels nach sich gezogen hat, die eines 68 und eines 69 veröffentlicht wurde, aber dann im Jahr 2005 noch einmal aufleben durfte und das dann unter dem Titel Krieg der Dämonen. Und wie ihr schon erkennen könnt, ja, der Film wurde dann tatsächlich auch im deutschsprachigen Raum veröffentlicht. The Great Yokai War, übrigens international auch unter dem ganz, ganz seltsamen Titel Hobgoblins and the Great War, zu einem komplett zusammenhanglosen Franchise einfach dazugewürfelt, ist ein Film von dem japanischen Meisterregisseur Takashi Miike, der hierzulande von EMS zwar auf DVD veröffentlicht wurde, aber niemals einen High-Definition-Release auf Blu-ray bekommen hat. Das holt jetzt hier das britische Label Arrow Video nach, die sogar gleich die komplette Yokai Monsters Quadrilogy mit ihren vier Teilen veröffentlicht. Dabei muss man allerdings anmerken, dass The Great Yokai War, der damals offensichtlich sogar für den internationalen Release englisch synchronisiert wurde, auch mit der Synchro vorliegt, dass allerdings die erste Trilogie, dass auch hier die erste Trilogie nur im japanischen Originalton mit englischen Untertiteln vorliegt, so wie man es eben von Arrow gewohnt ist. Dafür gibt es eben hier ein neu gezeichnetes Cover-Artwork, das schauen wir uns allerdings gleich an, nachdem wir hier diese J-Card, die um die Box liegt, entfernt haben. Davor werfen wir mal hier einen Blick auf das Backcover. Da bekommen wir natürlich einerseits die Inhaltsangabe und dann noch hier die Details rund um diese Edition. Wir erfahren eben, dass der erste Teil auf der ersten Disc ist, dann die Teile 2 und 3 teilen sich eine Disc, obwohl das interessanterweise, obwohl der zweite Teil interessanterweise der erste ist, der eine brandneue 4K-Restauration spendiert bekommen hat, aha, und dann eben The Great Yokai War mit dem meisten Bonusmaterial ist dann auf der dritten Disc, ist auch der längste Film mit 124 Minuten, die anderen laufen so knapp 80, aber wir können jetzt einmal hier diese J-Card entfernen und auf das Frontcover-Artwork blicken. Das ist in meinen Augen einfach nur großartig. Bis denn, du Deppert. Das, was dieses Cover-Artwork aber, finde ich, ganz besonders großartig macht, ist, dass wir eben hier durch diese Zeichnung auf dem Frontcover diese Vielschichtigkeit und Vielseitigkeit hier von den verschiedenen Monstern bekommen. Jolyon Yates hat dieses Motiv hier beigesteuert. Außerdem sehen wir eben, dass dieses Motiv dann hier noch über den Spine fortgesetzt wird und sogar eben auf das Backcover übergeht, wo wir dann noch einige weitere Motive bekommen. Das sieht doch einfach faszinierend und wunderschön aus. Ich liebe diesen Stil, dieser Zeichner, der doch so ein kleines bisschen in der schönen, typischen japanischen Folklore ein bisschen verankert ist, aber doch hier die Mythologie, finde ich, rund um diese Filme sehr schön zusammenfasst, so wie ich mir das halt eben vorstelle. Aber wir können jetzt dann einmal noch weiterschauen ins Innere von dieser Box. Da bekommen wir nämlich natürlich auch noch hier ein paar weitere Details. Hier zum Aufklappen übrigens, da haben wir dasselbe Artwork, das wir eben auch außen auf der Box hatten, hier auf diesem ersten Keepcase. Das ist eben eine Double Disc Hülle, wo sich die ersten drei Filme drinnen aufhalten. Hier eben noch einmal die Details rund um die Ausstattung und das Bonusmaterial von diesen Filmen. Können schauen, hier die ersten beiden Filme natürlich dann hier als Triple Feature aufbereitetes Frontcover Artwork. Ach du Kacke, schaut das geil aus. Hier eben ein paar Ausschnitte offensichtlich aus den original japanischen Postern zu diesen Filmen. Und dann gibt es hier noch etwas Werbung hier zu der Cold War Creatures Edition und hier finde ich aber für den ersten Teil ein sehr, sehr, sehr cooler, sehr, sehr schöner Diskdruck und
auch ein ganz netter Ausschnitt eigentlich bei der, bei dem Double Feature mit dem, dem Innenring, der, also mit dem, genau, Innenring, der direkt bei dem Auge ist. Interessanterweise übrigens hier bedruckt, mit dem amerikanischen Diskdruck, nämlich Not Rated steht hier drauf und nicht die BBFC-Freigabe, aber die Discs sind trotzdem die richtigen und auch mit einem Region B Player abspielbar. Wir können dann einmal weiterschauen hier auf das Case für The Great Yokai War. Für das wurde hier tatsächlich noch einmal ein neues Artwork angefertigt von Julian Yates und auch das, finde ich, sieht absolut großartig aus. Das gefällt mir ja. So voll geklatscht und voll gekleistert, wie das Bild hier mit diesen kreativen und abwechslungsreichen Monster-Designs bis hin zur letzten Neuverfilmung von Cats, yikes, ist eigentlich fast noch besser als das Außenmotiv der Box und das, was für die anderen beiden Filme verwendet wurde. Das ist wirklich, wirklich sehr, sehr schön, wirklich sehr, sehr farbenfroh eben vor allem auch. Und hier auch, wenn man es aufklappt, absolut genial. Ich hoffe ja, dass es irgendwo in dieser Box auch noch die Möglichkeit gibt, diese Artwork komplett und ohne irgendwelche Textüberlagerungen zu sehen. Das wäre, finde ich, etwas ganz besonders Tolles. Hier eben dann einerseits ein weiteres sehr cooles und kreatives Monster-Design auf der Great Yokai War Disc und dann hier noch eines der, also wahrscheinlich das japanische Originalmotiv hier zu dem vierten Teil, Reboot, Remake, whatever, von Takashi Miike auf dem Wendecover. Dazu gibt es hier dann noch einige Poster mit verschiedenen Motiven zu dem Film. Da haben wir eben einerseits hier die Motive, zum Beispiel eben die Original, auch Plakatmotive, die hier für das Innenleben offensichtlich verwendet wurden von den Cases auf einem Poster und andererseits dann eben hier auch die neu gezeichneten Motive von Julian Yates, die hier zusammengestellt wurden. Ich versuche gerade herauszufinden, ob man diese kombinieren kann zu einem durchgehenden Artwork. Das wäre natürlich absolut genial, aber ist so, wie ich es da jetzt sehe, nicht vorgesehen. Trotzdem sollten wir uns, finde ich, diese absolut grenzgenialen Zeichnungen und absolut grenzgenialen Artworks hier noch einmal näher vor Augen führen. Das hier ist wirklich wunderschön und gefällt mir persönlich sehr gut und das ist genau das, was ich wollte, was ich sehen wollte. Ja, ein Poster, beziehungsweise eigentlich in dem Fall eher ein Faltblatt, wo wir auf der einen Seite eben hier dieses durchgehende Motiv mit den kreativen Monster-Designs sehen. Und auf der anderen Seite, das finde ich aber auch cool, haben wir hier noch sogar die Namen und Beschreibungen von den jeweiligen Monstern. Das ist sehr, sehr cool. Das kann man sich natürlich gerne nebenbei hinlegen beim Anschauen der Monster, dass man, beim Anschauen der Filme, dass man da nicht durcheinander kommt. Das Einzige, was mir bei diesem Set dann fast doch ein bisschen abgeht, ist ein Poster. Da hätte ich bei Arrow eigentlich fast wirklich damit gerechnet, dass es so etwas gibt. Stattdessen haben wir dann eben hier auf dem Booklet vorne und hinten dasselbe Motiv, das es auch schon außen auf der Box gegeben hat. Da wäre mir ja fast noch lieber gewesen, wenn es dieses Motiv gewesen wäre, damit wir eben dann auch diesen Ausschnitt irgendwann einmal ohne die Verfremdung sehen, aber vielleicht wartet das drinnen noch irgendwo. Hier der Überblick über den Inhalt von diesem über 60 Seiten umfassenden Booklet. Natürlich gibt es auch da wieder einige Plakatmotive, Cast and Crew-Angaben, sonstige Details zu den jeweiligen Filmen, aber dann natürlich auch ein paar Essays, ein paar Texte und Informationen rund um diese Releases. Und ich finde tatsächlich, obwohl ich wirklich damals 2005 oder so, wie das gewesen ist, schon fürs DVD-Forum meine Reviews geschrieben habe und tatsächlich damals von EMS ein Rezensionsmuster von Krieg der Dämonen bekommen habe, kann ich mich absolut überhaupt gar nicht mehr dran erinnern, was uns dieser Film, die Miike-Version, da gezeigt hat. Weswegen ich das durchaus spannend finde, hier jetzt einmal eine Blu-ray-Version in meiner Sammlung zu haben. Die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Set in dieser kompletten Form, vor allem eben mit den niemals zuvor in Deutschland veröffentlichten und demnach auch niemals synchronisierten ersten drei Filmen hier geben wird, ist so gut wie ausgeschlossen, weswegen ich davon ausgehe, dass das das einzige
Stell dich ein, dieser Film in meiner Sammlung sein wird. Wunderschön gestaltet hier diese Box von Arrow Video. Sowas kauft man echt gerne.